Und da hat unsere Frau Professor uns Sachs Multi vorgestellt und hat mich zwei weitere Schüler, die eine andere Muttersprache haben, hat sie uns gefragt, ob wir da mitmachen wollen. Und ich habe ja gesagt, weil ich glaube, ich war mir in dem Moment nicht bewusst, auf was ich mich eingelassen habe. Ich habe erst realisiert, was ich mache, als ich vor diesem Pult gestanden bin und dieses Publikum gesehen habe. Ich habe gedacht, oh Gott, warum habe ich mich jetzt hier eingelassen? Und ich habe dann angefangen zu reden. Ich dachte, oh Gott, was mache ich jetzt gerade? Und dann ist irgendwie, ich meine, das war eine Art brutale Weise, sage ich mal, diese Angst zu bekämpfen. Aber ich wollte einfach den Leuten zeigen, dass ich nicht perfekt bin. Ich bin jetzt kein Profi, nicht so nicht die Talentnäsche oder Bildschirme, nicht so nicht nach Stau der Radi. Aber ich habe es dir auch gepasst, die Leute, man da sverno, a čega se da, prima, da možeš uspjeti. Dass man es schaffen kann, wenn man wirklich diesen Willen hat. Und ich wollte es schaffen. Und dann ging es dann in die zweite Runde und dann habe ich gewonnen. Und diese Angst. Ich finde, wenn man einmal was macht und wenn man sich einmal getraut hat, dann muss man sich immer gut daran erinnern, ich habe es ja eigentlich schon einmal gemacht und bin dabei nicht umgekommen oder so. Und ich glaube, das ist dann auch in der Erinnerung eine große Stütze. Weil nervös ist man eigentlich immer, sobald man die Bühne betritt. Ja. Deswegen war es mich schon ein Schock, dass ich es geschafft habe, meine Muttersprache so vor allem zu reden. Und ich konnte schwach noch zu machen, da in Wien zu tun, aber es wurde in der Schule halt nie wirklich unterstützt, weil es nie ein tschechischer Muttersprachunterricht. Und im Allgemeinen noch zu stoppen, war es auch viel Leute,